Topfgucker TV empfiehlt. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Gäste, im Biergarten der Lindenschenke zu Dresden-Mikten. Ich möchte euch heute mal in unserem Biergarten-Restaurant eine kurze Marinade vorstellen, aus denen wir alle unsere Marinaden für unser Fleisch dann selbst herstellen. Wir beginnen also mit dem Tomatenketchup, den wir in ein Gefäß geben. Dazu noch etwas Tomatenmark. Etwas Öl. Wir nehmen dazu normales Speiseöl. Und was vor allen Dingen wichtig ist, unseren Bautzner Senf. Ist ja schon hier in unserer Gegend ein Grundnahrungsmittel. Dazu noch etwas, zur Verfeinerung schon, etwas Honig. Und noch etwas zum Geschmack, etwas Sojasauce. Aber Vorsicht mit der Sojasauce, denn wir wissen, sie ist sehr kräftig. Das Ganze wird mit dem Schneebesen kräftig durchgeschlagen, sodass die Konsistenz, je nachdem, wie wir sie haben wollen, erreicht wird. Ich mache jetzt noch etwas Öl, um die Bindung besser herzukriegen. So. Ihr seht also, so eine Grundmarinade kann eigentlich jeder auch zu Hause schnell herstellen. Wer Lust und Liebe dazu hat, ein bisschen handwerkliches Geschick in der Küche und schon klappt das. Zur Verfeinerung kann man jetzt natürlich noch etwas, je nach in die Richtung ich gehen will, Chili nehmen. Ich mache jetzt noch etwas, ein Spezialgewürz dran. Das nennt sich ein Rauchgewürz. Das ist ein ganz spezielles Gewürz, wo man auch sehr vorsichtig sein muss. Sehr kräftig. Und das gibt der Soße ein richtiges Raucharoma. Man denkt dann, wenn man das dann verarbeitet hat und das Fleisch, die Rippchen oder in dem Fall die Schweinesteaks, dann damit einmariniert und das dann ziehen lässt, kommt so eine richtig schöne, kräftige Gewürznote. Das Fleisch kann man dann übereinander legen und etwas ziehen lassen. So, das ist die Marinade. Wie gesagt, aus dieser Marinade ziehen wir dann alle Ableitungen. Eine Grundmarinade, aus der man verschiedene Variationen machen kann. Zum Beispiel dann auch noch unsere Barbecue-Soße. Eine Empfehlung, wenn man vorhat, auch zu Hause zu grillen, sollte man das Fleisch einen Tag vorher vorbereiten, marinieren und ca. 12 Stunden im Kühlschrank abgedeckt stehen lassen, damit das Fleisch, wenn es sehr frisch ist, ein bisschen zur Ruhe kommt und vor allen Dingen die Marinade richtig kräftig einzieht. Es ist ein Geschmackserlebnis, wenn man sich das auch selbst individuell zusammengestellt hat. Es gibt viele Marinaden, die käuflich zu erwerben sind, aber was eigenhergestellt ist, ist doch die persönliche Note. Und gerade hier im Biergarten legen wir Wert auf die persönliche Note des Gasthauses. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de